Unter den Einwohnern der Großstadt gibt es viele Tierliebhaber. Und unter ihren Haustieren kann man recht ungewöhnliche Exemplare antreffen. Vororte Moskaus. Michael Nauleinen fährt in sein privates Landhaus. Aber Michael ist nicht allein im Auto. Ein recht ungewöhnlicher Fahrgast fährt mit. Die Tierwelt, darunter die Welt der Haustiere, ist facettenreich und groß. Was hat den Menschen dazu bewogen, eben eine Schneeeule zu halten? Der Vogel ist das geheimnisvollste, das interessanteste, das unverständlichste Wesen unter denen, die man zu Hause halten kann. Das ist ein Raubvogel. Er ist interessant, weil er sein eigenes Verhalten, seine Gewohnheiten, seine Besonderheiten hat. Für mich war es immer sehr interessant, einen Raubvogel kennenzulernen, und zwar eine Schneeeule. Streifgebiete großer Eulen betragen Dutzende Quadratkilometer. Die Dauer des ununterbrochenen Schlagfluges bei großen Raubvögeln kann sich bis auf 20 Minuten belaufen. In einem typischen Wohnhaus am Stadtrand Moskaus lebt Alexandra, Tierärztin und eine erfahrene Dompteurin, mit ihrem 4-jährigen Sohn in einer 55 Quadratmeter Wohnung. Gib Futter, eine andere. Gut. Neben ihren 6 Katzen, einem Waschbären, einem Tigerpython und anderen Tieren lebt in der Wohnung ein richtiger Luchs. Er wurde vor einigen Jahren bei verantwortungslosen Tierzüchtern gekauft, die das Tier beinahe zugrunde gerichtet hätten. Zuerst hatte ich kleine Luchse, Maine Coon Katzen. Dann wurde durch einen glücklichen Zufall dieses Wunder zu mir in die Klinik gebracht, das ich behalten habe. Die durchschnittliche Länge der Tagesstrecke beträgt 10 Kilometer, die Höchstmenge 30. Und die durchschnittliche Fläche des Streifgebietes beträgt ca. 250 Quadratkilometer. Das größte Problem der Menschen besteht darin, dass sie sich nur schwer vorstellen, welche Bedürfnisse das jeweilige Tier hat und glauben, dass das, was für einen Menschen ausreicht, auch für ein Haustier genug sein würde. Das stimmt aber nicht. Sie wurde zu mir in Behandlung gebracht. Sie wurde nach Moskau aus einem Streichelzoo bestellt. Sie wurde in eine Pflegestelle gebracht und dort hat man sie aus Unwissenheit falsch gefüttert. Mit Symptomen einer Vergiftung wurde sie in die Klinik eingeliefert. Das Wichtigste ist es, das Tier so zu halten, wie das Tier es selbst verlangt, wie die Natur es verlangt. Das heißt, nichts an den Bedingungen zu ändern. Und wahrscheinlich ist das Schwierigste an der Tierhaltung eben der Versuch, die Bedingungen zu schaffen, die den natürlichen Lebensbedingungen entsprechen würden. Leider ist es unmöglich, in der Stadt, auch wenn es ein privates Gelände ist, Bedingungen zu schaffen, die den Lebensbedingungen in freier Natur gleichen würden. Michaels Vogel wurde in einer Zuchtstation geboren und ist zum Leben in freier Natur unfähig. Aber Michael versucht trotz aller Besonderheiten in der Haltung und des schweren Charakters des Raubvogels, die Bedingungen zu schaffen, die ihm möglichst gut passen. Wie dem auch sei, Schneeeulen haben einen sehr einzigartigen Charakter. Hart, selbstgenügsam, manchmal konfliktreich. Und sonst ist das ein absolut guter, gemütlicher Vogel, der wie eine Katze großgezogen wurde. So spielen wir mit ihr Fangen. Na, Katze. Sie ist mit allen befreundet. Sie duldet den Waschbären, die Streiche des Waschbären. Der Waschbär knabbert sie manchmal an den Ohren oder am Schwanz und sie greift nicht an. Sie zeigt gar keine Aggression. Als Raubtier ist das ein Tier, das das Bedürfnis hat, sein Jagdverhalten zu zeigen. Ohne solche Möglichkeit wird es bestrebt sein, alles zu jagen, das dem Bild eines Opfers wenigstens ein bisschen entspricht. Das ist jedes Tier, das ins Blickfeld gerät, oder ein Kind, sogar Beine des vorbeigehenden Besitzers können Ziel dieses Jagdverhaltens werden.
Der Luchs ist gechippt. Krallen und Zähne wurden gestutzt. Das Tier wurde vor Eintritt der Geschlechtsreife sterilisiert, was nach Meinung der Besitzerin das Risiko der Veränderung im Charakter des Luchses verringern sollte. Doch die heutige Leichtigkeit in ihren Beziehungen wäre ohne Alexandras langjährige Erfahrung in Dressur unmöglich. Die Frau vergisst nie, mit wem sie es zu tun hat. Dieses Tier kann sehr gefährlich, höchst gefährlich werden. Man darf sie keinesfalls wie Hunde erziehen und unterdrücken. In jedem Fall wird ein Raubtier sonst früher oder später eine Antwort geben, wenn es spürt, dass der Mensch in einer schwächeren Position ist, wird es unbedingt davon Gebrauch machen. Warum stellt sogar ein Tier, das von einem Menschen aus der Flasche gefüttert wurde, eine Gefahr dar? Raubtiere haben im Unterschied zu den Haustieren nicht diesen langen Evolutionsweg, diesen langen Weg der Auswahl zurückgelegt, bei dem Tiere ausgewählt wurden, die in Wohnungen existieren können. Sogar Hunde, als man sie als Haustiere zu halten begann, wurden Hunderassen aufgrund der Möglichkeit ausgewählt, in Wohnungen und nicht wie früher auf dem Hof gehalten zu werden. Diese ungewöhnlichen Füchse wurden im Rahmen eines dauerhaften Experiments am Institut für Zytologie und Genetik in Nowosibirsk gezüchtet. Im Laufe von mehreren Generationen wurden sie nach dem Grad des Gehorsams gegenüber Menschen ausgewählt. Im Endeffekt wurde eine Gruppe von Füchsen gezüchtet, die nach Meinung der Wissenschaftler dem Verhalten nach Hunden ähnelt. Doch sind einige Züge unverändert geblieben, darunter der Instinkt, das Revier zu markieren und Bauer zu graben. Es stinkt so. Sie knabbern alles, ständig. Der Fuchs ist ein ziemlich lautes Tier. Viele Nachbarn beschweren sich darüber, dass er sehr laut kratzen oder sehr laut heulen kann. Aber dagegen kann man nichts machen, das ist eben ein Fuchs. Jetzt kann jeder Interessent sie auf einem speziellen Bauernhof erwerben. Diese Tierart kann zu einer Kompromisslösung für Liebhaber der wilden Natur werden. Diese Tiere legen ein sozialeres Verhalten an den Tag, sowohl anderen Tieren als auch Menschen gegenüber. Obwohl die Selektion nur aufgrund des Verhaltens durchgeführt wurde, kam es auch zu äußerlichen Veränderungen. In der Fellzeichnung gibt es weiße Flecken. Einige Exemplare haben blaue Augen. Archie. Heb bitte deinen Po an und dreh dich mit dem Gesicht hierher. Siehst du schon? Gut. Auf solch eine Fellfarbe wurde extra gezüchtet. Sowas existiert nicht in der Natur und heißt georgischer Schneefuchs. Aber nicht alle sind bereit, auf die Entwicklung der Geningenieure zu warten und für ein legales Tier angemessene Summen auszugeben. Heutzutage blüht in Russland der Schwarzmarkt für Wildtiere. Jeder kann sich im Internet ein Wildtier kaufen. Das sind typische Bilder von der Beschlagnahme einer geschmuggelten Partie von Wildtieren an einem Moskauer Flughafen. Den Rechtsschutzorganen gelingt es jedoch nicht immer, illegale Lieferungen zu unterbinden. Die Folgen solcher Lieferungen führen oft zu einer Tragödie. Hier ist eine Boa-Schlange entkommen, ein Kind wurde gebissen, da wurde einem der Arm abgerissen. Wir erfahren von einem Wildtier nur, wenn ein Unfall passiert. Einmal in der Woche passiert sicher etwas. In die Pflegestation wurden in den letzten 5 Jahren etwa 1000 Raubtiere von den Moskauer Straßen gegeben. Im Jahre 2016 haben die Moskauer geholfen, fast 200 Raubtiere einzufangen. So gibt es neben denjenigen, die ganz bewusst exotische Tiere halten wollen, auch diese, die das machen müssen. An den Flughafen Orlovka, 170 Kilometer von Moskau, geriet unter ungeklärten Umständen ein 3 Monate altes Bärenjunges. Piloten konnten das schutzlose Tier nicht dem Schicksal überlassen und haben nach einer Reihe erfolgloser Versuche, es irgendwo sonst unterzubringen, es voll und ganz unter ihre Fittiche genommen. Das ist der Saugreflex. Dieser Reflex bleibt, wenn das Bärenjunge an der Mutterbrust nicht genug gesaugt hat. Das kann für immer bleiben. Die durchschnittliche Tagesstrecke eines Braunbären beträgt 2 Kilometer und kann bis zu 20 Kilometer lang werden. Vor weniger als einem Jahr wurde es von den Mitarbeitern des Flugplatzes praktisch auf der Flug- und Landebahn gefunden. Es war allein, hatte Hunger
hat Menschen gesehen und ist zu ihnen gelaufen. Leider war es nicht mehr möglich, ihn in die freie Natur zurückzubringen. Dieses Bärenjunge war viel zu lange unter den Menschen. Deswegen hat sich bei ihm der Mensch als ein gutes Wesen eingeprägt. Wer denkt, dass man einen Bären irgendwo abgeben kann, hat sich entweder nie damit befasst oder ist sehr optimistisch. Wenn wir Auffangstationen hätten, an die sich jemand, der ein Wildtier gerettet hat, kostenlos wenden und dieses Tier abgeben könnte, damit es rehabilitiert wird und entweder da gelassen oder wenn möglich in die freie Wildbahn entlassen wird, so würde sich die Situation grundlegend ändern. Die Zahl der Menschen, die solche Tiere zu Hause halten und sie retten, würde zurückgehen. Einer der wichtigsten Aspekte bei der Haltung eines beliebigen Tieres ist seine Erziehung. Die Futterration eines wilden Raubtiers hat eine Reihe von Besonderheiten, die Tierhalter, egal ob Freiwillige oder Unfreiwillige, einhalten müssen. Das ist nicht so einfach, wie es mit einem Hund oder einer Katze sein kann, die sich mit Futter aus Packungen begnügen. Frisches Fleisch frisst er nicht. Seine Ration ist überwiegend vegetarisch. Manchmal frisst er angefaultes Fleisch, Kadaver. So sieht ungefähr ihre Tagesration aus. Wenn man einen Luchs nur mit Fleisch füttert, so wie man es gewöhnlich macht, wenn man ein Raubtier hält und es aus Unwissenheit einfach mit Huhn aus dem Laden füttert, führt das Erkrankungen herbei, den sogenannten Glasknochensyndrom. Um die Ration abwechslungsreicher zu machen, frisst Alisa davon, was frei zugänglich ist, Eintagsküken oder gefrorene Mäuse oder Ratten. Heutzutage gibt es Gott sei Dank genug Exoten. Deswegen wird auch solches Futter frei verkauft. Was der Vogel in der Natur frisst, soll er auch zu Hause bekommen. Dieser Prozess könnte für einige unangenehm sein. Welche Besonderheiten gibt es? Warum präparieren wir? Warum nehmen wir sie aus? Die Ratte kann vergiftet sein. Und eine vergiftete Ratte, die vom Vogel gefressen wird, wird ebenso zum Gift und der Vogel stirbt genauso wie die Ratte. Kein privater Tierhalter kann die Bedingungen bereitstellen, die moderne Zoos bereitstellen sollen, die die biologischen Besonderheiten des jeweiligen Tieres kennen, die wissen, welche Bedingungen geschaffen werden sollen und dazu die Möglichkeiten haben. Nur wenige Privatpersonen haben solche Möglichkeiten. Meiner Meinung nach ist es grausam den Wildtieren gegenüber. Unser Tierarzt von hier beobachtet ihn. Zusätzlich halten wir per Telefon und per Internet ständig Kontakt zum Moskauer Zoo. Der Cheftierarzt hilft uns sehr viel. Er berät und betreut uns. Mansur hat eine offizielle Webseite für seine Unterstützung. Eigene Mittel für den Unterhalt des Bärenjungen haben die Piloten nicht und die ganze Tätigkeit trägt einen freiwilligen Charakter. Neben Geldspenden, die für die wichtigsten Bedürfnisse des Findlings ausgegeben werden, helfen verschiedene Fachleute unmittelbar im Rahmen ihrer Berufe. So entstand der Entwurf des zukünftigen Geheges. Da wir am Flugplatz sind, haben wir eine Form gewählt, die aus der Luft wie ein Pfotenabdruck eines Bären aussieht. Mansurs Gehege ist 51,2 Meter mal 42,6 Meter groß. Die Gesamtfläche beträgt demnach 1560 Quadratmeter. Die Tiefe des Grabens beträgt 2,8 Meter, die Breite 5 Meter. Der Teich hat eine Gesamtfläche von 186 Quadratmetern und ist 1,5 Meter tief. Luchse sind Raubtiere, die in freier Wildbahn viele Kilometer laufen. Also braucht sie Bewegung. Sie hat wenig Platz in der Wohnung. Wir haben ein Haus mit einem Grundstück gekauft und ziehen bald dorthin um. Wir haben dort einen hohen, dichten Zaun. Ich lasse Alisa ruhig ohne Leine laufen. Wir werden für sie ein Gehege bauen, das ihr passt, mit Klettergerüsten, mit unterschiedlichen Häuschen, damit sie Platz zum Toben hat. Sie wurden in der Zuchtstation geboren. Sie können nicht im Wald leben. Der Wald hat ihr keinen Raum zum Leben gegeben. Dort gibt es viele Raubtiere, viele Feinde, die ihr Verhalten stören können. Deswegen können wir sie nicht einfach so in den Wald fliegen lassen. Das wäre so gut, wie sie zu verfüttern. Dennoch sind einige Raubtiere gezwungen, für immer in menschlicher Obhut zu leben.
Natürlich wird auch das beste Gehege Mutter Natur für sie nicht vollständig ersetzen. Aber solange es Menschen gibt, die deren Bedürfnissen gegenüber aufmerksam sind und Tiere nicht aus Spaß, sondern um ihres Wohls wegen halten, haben sie eine Chance auf ein den Umständen entsprechend möglichst bequemes Leben.